Geschichte in Geschichten, ein Werkstattgespräch, es werden dann noch mehrere sein, zum fünften Mal Geschichte in Geschichten. Nicht immer im Oktober, aber die letzten Jahre schon, jedes Jahr. Und einmal war im März, genau. Die Idee ist, zwei Schriftsteller, Schriftstellerinnen unterhalten sich über die Entstehungsgeschichte ihrer Texte, über die Bauweise ihrer Texte und über die, sagen wir mal, politisch-literarischen Hintergründe dieser Texte. Wir haben uns heute Abend vier Autorinnen eingeladen: Ludwig Lacher, Maxi Obexer, Erika Fischer und Dieter Brickwell. Und morgen Abend, darauf möchte ich gleich jetzt hinweisen, gibt es die Fortsetzung, aber nicht hier, sondern im dritten Bezirk, im Dreiraumtheater in der Beatrixgasse Nummer 11. Und jetzt wird Ihnen die Initiatorin dieser ganzen Reihe von Werkstattgesprächen, Geschichte in Geschichten, Dieter Brickwell, ein bisschen die Grundidee dieser Abende vorstellen. Vielen Dank. Hauptdarsteller heute Abend sind genau genommen die Bücher. Ihr Schicksal, wieso sie entstanden sind an der Stelle, warum sie so geschrieben werden. Es ist ja so, wir Autorinnen und Autoren sitzen oft 3 Jahre und länger mit so einem Buch gefangen. Es nimmt uns gefangen und all diese Dinge. Es geht aber auch eben um diese Hintergrundgespräche. Das, was Sie nicht unbedingt von der Literaturwerbung und auch nicht unbedingt von den Literaturkritikern erfahren, so diese Geheimnisse, die so hinter den Büchern stehen und stecken, was haben sich die Leute gedacht, mit welchen Schwierigkeiten haben die Autorinnen gekämpft. Und das Ganze kann ja spannend werden, weil mein Lieblingsschriftsteller Joseph Conrad hat einmal, als er aufgehört hat, um die Welt zu segeln als Kapitän, hat ein wohlmeinender Freund zu ihm gesagt: Wirst du das aushalten ohne Abenteuer? Wirst du das überleben, dass du nicht mehr zur Hohen See fährst? Und er hat stoisch darauf gesagt: Du hast keine Ahnung, wie abenteuerlich es ist, ein Buch zu schreiben. Und an diesem Abenteuer möchten wir Sie gerne teilhaben lassen. Das ist die Idee des Abends. Dankeschön. Aus dem Kapitel Fremdenwesen, der Anfang. Es ist 2:10, die Schreibkraft schaut beim Portier vorbei, erkundigt sich, ob er ihre Richter schon gesehen hat. Für 2 ist nämlich die Nachmittagsverhandlung angesetzt. Bei ihm sind sie jedenfalls noch nicht vorbeigekommen, da aber alle hier durch müssen, die den Gerichtshof betreten wollen, dürften sie wohl die Mittagspause etwas ausgedehnt haben, sagt sie sich, denn Eile scheint keine geboten, weil der beschwerdeführende Asylwerber ohnehin nicht da sein wird. Die Richter sind ihre, weil die Schreibkraft fix einem bestimmten Zweiersenat zugeteilt ist, der stets gemeinsam verhandelt, einmal unter dem Vorsitz des einen, dann wieder unter dem des anderen. In der Regel finden die beiden zu einem gemeinsamen Urteil, so gut wie immer könnte man sogar sagen, 20.000:1 steht die Quote, auf 20.000 Entscheidungen kommt eine einzige, auf die sich das Tandem nicht einigen kann. Nicht die 2 allein natürlich, die da draußen gerade aufgeräumt den Portier mit dem stets freundlichen Naturell grüßen, sondern alle paar Dutzend Zweiersenate zusammen. Ihre Richter, könnte die Schreibkraft bestätigen, sind sich bisher immer einig gewesen, zumindest nach eingehender Beratung. Wer die Sicherheitsschleuse passiert hat, tritt in eine Art Aufenthalts- oder Warteraum mit zu vielen, zu großen braunen Tischen und vielen blauen Stühlen und einer Ecke mit Kinderspielzeug. Direkt vor die Füße eines der beiden Richter auf ihrem gemächlichen Weg in den Verhandlungssaal fährt ein knallrotes Sportauto. Ein blond gelockter 3-Jähriger traut sich nicht recht hinzulaufen und es sich zurückzuholen. Er steckt die halbe rechte Hand in den Mund und starrt den großgewachsenen Mann im dunklen Anzug an, der sich jetzt bückt, ihm zulächelt, das Auto umdreht und mit Schwung zu dem Kleinen zurückschickt. Der freut sich sichtlich über den unerwarteten Spielkameraden, greift sich das schmucke Cabrio und nimmt gleich einen neuen Anlauf. Doch da geht eine junge Frau dazwischen, trotz der pechschwarzen Haare unter dem Kopftuch wohl die Mutter.
Sie flüstert ihm mit Nachdruck etwas ins Ohr, packt ihn fest am Arm und lässt sich das Auto aushändigen. Entschuldigung, sagt sie ernst, und der Richter, der zu seinem Kollegen gerade entzückend gesagt hat, sagt jetzt nein, nein. Die Art Aufenthalts- oder Warteraum ist eigentlich eine Art Verteilerzentrum, eine relativ kleine, von kaltem Kunstlicht erhellte Vorhalle mit niedriger Decke, von der aus man in die Verhandlungssäle gelangen kann, zu den Büros, den Stiegenhäusern, zum Lift, zur Garage, zu den Getränkeautomaten, den Toiletten. Oben in einer der Ecken hängt eine Art runder Verkehrsspiegel. Nicht für diesen Zweck gebaut, wurde das Gebäude kostengünstig adaptiert, und das sieht man ihm auch an. Misstrauische oder womöglich gar ängstliche Vorgeladene mit einschlägiger Vergangenheit könnten sich, kaum glücklich dem Sicherheitscheck entronnen, vielleicht am Blickfang des Raumes einer großflächigen Milchglasscheibe mitten in der Wand hinter den vielen Tischen stoßen. Auf ihrer anderen Seite befindet sich jedoch nur der ansonsten fensterlose, düstere KGB-Verhandlungssaal. So heißt er jedenfalls im Hausjargon, weil die Richter sich in ihm Beschwerdeführern widmen müssen, die direkt vor eben dieser dominanten Milchglasscheibe Platz genommen haben, hinter der sich aber, wie gesagt, bloß die Art Aufenthaltsraum befindet, in dem die menschlichen Verhandlungsgegenstände warten, bis es soweit ist. Der KGB-Saal ist unbeliebt und dient nur als letzte Reserve, wenn alle anderen ausgebucht sind. Danke. Was besonders an diesem Roman ist, das hat damit zu tun, dass er nicht, er schildert nicht nur Flüchtlinge, ihre Geschichten und die Grausamkeiten, mit denen sie zu tun haben, sondern er fixiert etwas, das meines Erachtens zum Unerträglichsten gehört, also eine Besonderheit der Grausamkeit und der Gleichgültigkeit, nämlich das Justizsystem, und darüber kann man schon mal sehr dankbar sein, dass du dich auf diesen Bereich fixiert hast, weil dahin zu schauen meines Erachtens etwas vom Unerträglichsten ist, und zwar deshalb, weil es ja sozusagen auf der Ebene der Rechtsstaatlichkeit passiert. Mhm. Und ein Justizsystem, das blind ist mit seinen Paragraphen, das meistens blind ist, aber das hier nochmal besonders blind ist und nicht nur zufällig, weil Paragraphen immer blind sind gegenüber dem Menschlichen, sondern weil sie eben auch gesteuert werden von einer politischen Entscheidung. Mhm. Also man könnte sagen, es gibt etwas, das in diesem Ranking der Grausamkeit und Gleichgültigkeit noch drüber liegen würde, das sind eigentlich die politischen Entscheidungen, und darunter kommt gleich das Justizsystem. Ja, soll ich dazu was sagen? Gerne. Ja, ich glaube auch, meine Absicht war es in allererster Linie, einen Roman zu schreiben, der sich mit der Justiz auseinandersetzt. Das Beispiel Asylrecht und den Asylgerichtshof habe ich als einfach momentan sehr aktuelle Facette
ausgesucht. Der Verlag hat eine Postkarte, eine Werbepostkarte dazu gemacht, da ist ein Satz aus dem Buch genommen, drauf und auch ein Plakat, da steht drauf, das Reich der Justiz ist fremdes Land. Und ich glaube, das ist auch ein sehr essentieller Punkt in diesem Text, dass ich versucht habe, dieses Missverhältnis zwischen denen, die sich in diesem Land wie der Fisch im Wasser bewegen, weil sie einfach Fachleute sind, und denen, die als Angeklagte, als Zeugen, als Antragsteller, aus welchen Gründen auch immer, in dieses Reich der Justiz gelangen und eben nicht so virtuos damit umzugehen vermögen, die haben große Probleme, die von der anderen Seite oft, da gibt es wenig Tentakel dafür, das wirklich zu spüren. Auf der anderen Seite, glaube ich, habe ich auch versucht, einen Roman zu schreiben, der Justiz nicht denunziert. Und was uns auch verbindet, ist ja umgekehrt auch, dass wir die Menschen, die hierher kommen, nicht idealisieren beide. Also dass das alles so die, mein Gott, diese armen Hascheln allein sind. Also wenn man diese jeweiligen Kapitel, die sich so mit diesen Binnenbiotopen beschäftigen, in der Justiz, am Asylgerichtshof, unter Richtern, unter Anwälten, auch unter Flüchtlingshelfern liest, jeweils scheint alles, was da argumentiert wird und rauskommt, in sich irgendwo logisch, aber das nächste Kapitel dementiert das Vorhergehende wieder. Diese Fleckerlteppich-Geschichte, alle paar Monate fast schon, zumindest jedes zweite Jahr, wird an den entsprechenden Gesetzen, die das Fremdenwesen regeln, herumgedoktert, gibt es weitere Verschärfungen, die in sich aber oft inkompatibel sind und unlogisch sind und für Menschen, die wirklich an Leib und Leben bedroht sind, oft sehr große Schwierigkeiten schaffen, immer größere Schwierigkeiten schaffen, nicht einfach durch die Maschen zu fallen und zurückgeschickt zu werden, wo es ihnen wirklich an den Kragen geht, wenn es auch nur der eigene Kragen ist, wenn sie, wie in diesem Fall, gezwungen sind, mehr oder weniger vor sich selbst Selbstmord zu begehen, weil es nicht aushaltbar ist, in einer gewissen Umgebung zu existieren, nach allem, was man erlebt hat dort. Aber was man natürlich auch in diesem Text mitbekommt, ist, es gibt ja auch viele Geschichten, die auch Asylwerber zeigen, die halt wesentlich weniger Gründe haben als diese Person. Einige davon auch mit wesentlich größerem Glück, weil es ja zum Teil auch möglich ist, wenn man viel Geld hat, aus dem Ausland schon sich gute Asylanwälte zu nehmen, die einen dann mit Geschichten versorgen und wie man am besten dort oder da oder so. Das hat dann auch oft einen Einfluss auf die Ergebnisse. Und darum ging es mir, also das auf der einen Seite zu zeigen, aber auch diese Irrationalismen der Verfahren selbst. Also wenn zum Beispiel, wenn Menschen, die Matura-Niveau haben, auf Serbisch und kein Wort Deutsch sprechen, auf Serbisch korrekt und flüssig Auskunft geben und dann wird das teilweise in den Niederschriften in einem Deutsch wiedergegeben, das nicht kaum mehr dekodierbar ist, als ob da ein Mensch fürchterlich gerade brecht hätte. Und diese ganze Ambivalenz auch in all diesen Kontexten darzustellen, ist ein schwieriges Unterfangen, habe ich versucht, etwas zu leisten. Ja. Jetzt sollten wir dann langsam weitermachen. Wir haben eine Viertelstunde, ich kriege schon Zeichen. Ach so. Ja, wir müssen uns an, leider an den